echte Pellet-Wodka. Und die Kugeln hier in dieser Schale sind die Munition. Ein guter Schütze ist in der Lage, ein Ziel bis auf eine Entfernung von 30 Metern ganz genau zu treffen. Dabei fliegt eine solche Kugel mit einer Geschwindigkeit von bis zu 400 Stundenkilometern. Nein, ich zeige euch nur, dass die echt ist. Ich lade ein. Ihr seht, es handelt sich hier um Farbkugeln. Wenn die am Körper getroffen werden, dann kann das zu schweren Verletzungen führen. Deswegen brauche ich hier oben jemanden auf der Bühne, der mit einer solchen Waffe umgehen kann. Haben wir hier einen Feuerwehrmann, einen Ex-Feuerwehrmann, ein Gangmitglied, ein Ex-Gangmitglied? Ist hier irgendjemand, der sich mit einer solchen Waffe auskennt? Wir haben dich zufällig ausgewählt, damit es nicht heißt, ich hätte hier eingeweihte Zuschauer. Kommt mal bitte beide mit mir. Denn der Herr von der Bundeswehr, du wirst überwachen, dass alles stimmt, was er jetzt macht. Stell dich bitte hier rüber. Und ich darf dich jetzt bitten, dass du aus dieser Kugel irgendeinen Paintball rausnimmst. Irgendeinen. Wie du willst. Damit wir diesen Paintball auch nachher hundertprozentig wiedererkennen, habe ich hier einen wasserfesten Edding. Bitte unterschreib den Paintball mit deinen Initialen. Ja, gut. Und jetzt an einer anderen Stelle machst du irgendeine Markierung auf dem Paintball, damit er die Kugel nachher wiedererkennt. Auf der ganzen Welt gibt es jetzt nur eine Paintball-Kugel, die so ausschaut. Okay? Ein Herzchen, wie niedlich. So. Rechts. Vielleicht brauchen wir deine Hilfe. Komm mal her. Ich habe hier diese Zielvorrichtung. Das ist ein X. Halt bitte diese Zielvorrichtung genau vor den Lauf. Genau davor halten. Vielleicht stellt sich auf die an. Ja, so ist gut. Halt das so. Okay, und ich strecke meine Hand genau in eine Linie mit dem X. Aber nicht schießen. Ich sage dir, wenn es soweit ist. Friedrichshafen, streckt bitte die Hände aus und macht so, wenn ihr wollt, dass ich die Kugel mit der Hand fange. Okay. Und jetzt streckt die Hände aus und macht bitte so, wenn ihr wollt, dass ich die Kugel mit dem Mund fange. Scheiße, das hätte ich gedacht. Okay, ihr seid bereit. Nicht schießen, ich sag jetzt, soweit ist. Komm mir jetzt scheiße vor. Ich zähle bis drei, bei drei schießen, ja? Nicht davor, nicht danach, genau bei drei, okay? Bist du bereit?
Ich hätte einen von euch mitnehmen sollen, da hätten wir uns alle in Dreck sagen lassen. Ich nicht, wenn wir heute raushauen. Thank you.
das sieht ja alles so einfach, so easy aus, aber... Denn sonst heißt es, ich als Zauberkünstler hätte hier eingeweihte Zuschauer, ich würde mit euch zusammenarbeiten. Achtung, und los geht's. Wer am Ende der Musik den Ball als letztes berührt hat, kommt auf die Bühne. Der mit dem roten Anzug hat ihn berührt? Doch, ich hab's gesehen, komm mal vorne. Und ein großer Applaus, begleite mich auf die Bühne, komm einfach vorne. Den Ball kannst du wieder herder. Darf ich fragen, wie du heißt? Michel, woher kommst du? Aus Friedrichshafen. Friedrichshafen, ein Tourist. Super, geil. Erste Mal auf der Schule geworden? Ja. Gut. Es wird ganz privat. Eine Frage, Michel. Bist du mit deiner Freundin hier? Nein. Bist du Single? Ja. Hast du aber ein Glück, hä? Es lohnt sich hier heute echt als Single herzukommen. Michel, noch eine Frage. Hattest du schon einmal ein Blind Date? Nein. Nein? Ehrlich? Gut, ich frage deswegen, denn Michel, meine Damen und Herren, wird jetzt gleich hier auf der Bühne ein Blind Date haben. Okay? Okay? Das Ding ist, Michel, wir müssen dich frauentechnisch ein bisschen pimpen, damit du für dieses Blind Date auch bereit bist. Aus dem Grund habe ich ein bisschen was mitgebracht. Wir pimpen dich jetzt auf. Ich darf dich bitten, mal diese wunderschöne Kette hier umzuhängen. Häng dir die um den Kopf? Geht, ja? So. Alter, du bist echt der Checker vom Dienst. So, und jetzt bitte noch diese modische Cappy auf hier. Chillig. Und jetzt machst du das gleiche wie ich. Mal so stehen, right? Okay. Und jetzt drehst du dich nach links. So. Links ist da. Das ist keine Frau. Okay, jetzt Hände überkreuzen. Ins Publikum gucken. Und jetzt wackelst du einfach mit dem Kopf. Wie so ein Wackeldackel im Auto. Und immer weiter wackeln, egal was kommt. Und halt die Luft an, denn hier, Michel, kommt deine Auswahl. Thank you.
Handbremse, Gang raus. Halbfinale. B, zu B, okay. Team NNC Markiere gegen Team BL Schmied. Schmied. He's still missing a CD. Someone stole his CD. Chico, gibst du mir kurz die CD von dir? So, bitte Vorsicht da vorne mit den Autos. Also, die Autos sollen auf die Leute aufpassen.